Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Drengar 2 mit mir zusammen, dem MC Hartmann. Ich will jetzt auch nicht lange rumsalbeln und so. Wir springen direkt in den Bossfight gegen General Gizmo, dem Wächter der himmlischen Zeit. Und ja. I'll show no mercy, Gizmo. Prepare yourself. Das letzte Gefecht bezwinge Gizmo, dem Wächter der himmlischen Zeit. Impressive. All right then. I'll show you my true power. Enough to defeat me. You can't reach this valuable sword. I'll slaughter you. Halt die Schnauze, Bastard. Yo, Alter, was war das denn? Ich konnte nicht mal damagen. I wonder why Aurora is a fear like you. Alter, was ist das denn? All shall bow before me, for I am all conquering. Ey, ich kann den nicht mal richtig hauen, ey. You betrayed and killed all. And Eris. I'll never forgive you. I've grown bored of fighting you. I reign victorious. I've earned the right to rule over the weak. Power is everything. Defeat me. What? What do you know of suffering? Of humiliation? Huh? Have you ever slept on cold earth? Eaten dirt to stave off hunger? Craved power at all costs? You were blessed with powers by birth. You cannot understand or even imagine the suffering I endured as a survivor of the Empire. The Empire? Then why? Why would you force your suffering on all these people? You knew their pain, and yet you leave them to suffer. Of what value are pride and dignity? Power alone brings you the respect of the mewling masses. Gizmo, you're a sad man. Don't look at me like that. The world would be better off without idiotic idealists like you. Sure.
playtime is over. Repent your crimes. When I defeat him, there will be peace again. Alter, deine komischen Magierattacken hier, ne? Die kann er sich sonst wohin stecken, Alter. Jetzt reicht's langsam. What do you know? The world seeks power. Power is everything. Don't irritate me. I would never beg forgiveness. Why don't you beg for my mercy? You're the last one. The people will be free when you die. Wenn tot ist, kommt erst das größte Übel, Alter. Wie gesagt, Novi hat echt keine Ahnung, was passieren wird. Gib doch mal ein bisschen Gas hier mit deiner scheiß Magier-Attacke. Mann. You have no idea what you're about to do. Gleich ist er tot, Leute. Gleich haben wir ihn getötet. Dann ist auch der General, der Ritter des Siegerordens, tot. Ja, wir haben ihn getötet. You look upon me just as Oro did. It is the look of a man who knows only hope. Only hope. You disgust me. Gizmo, you're defeated. This is the end. If the world will not be my plaything, I don't care what you do with it. What? Soon enough, you'll realize the justice you hold so dear is nothing! But a lie. Hat er alle Siegel zerstört. Alle Schlüssel sind zerstört und die Welt gerät in Aufruhr. Oha.
Das Ende der Welt, Leute. Geht ab. Troublesome child. I've wiped out the enemies in this area. Most of them ran away. You saved us again, Legna. Hey, that shadow. Legna, let's land. My lord, I'm glad you're safe. Oh, no! I've done the right thing. The people are now free from the knight's oppression. It wasn't the people you set free, Mana. It was the final seal. What do you mean? It's true that people were sacrificed to sustain the keys, but their true purpose was to shackle the final seal. The Red Dragon. However, unlike the goddess, a dragon is strong. Finding the Red Dragon required methods most cruel. The people's lives bound the world together, kept it from falling apart. In this sense, they were true martyrs. No. No, that's a lie. Anna. Reenacted your own crime. No, stop it! Please! I didn't know. It couldn't possibly be a mistake. Tell me this isn't true. Don't worry, Mana. I'll save you. And I'll save the world. My lord, where is the final seal? Where is the Red Dragon? I believe she's in a place called the Sanctuary. Tja. Verzweiflung, Angst, Schreie, der rote Drache entfällt all seinen Hass gegen die Menschheit und stürzt die Welt in ein loderndes Flammenmeer. Tja, Freunde, da hat der gute Noble mal wieder nicht zugehört oder nicht nachgedacht. Weil es ist ja immer so, es gibt ja immer einen Grund, warum so viele Siegel da sind. Tja, aber jetzt muss er halt mit den Konsequenzen rechnen. Das ist nicht so sonderlich gut. Aber wie gesagt, wir werden jetzt nochmal unsere Items auffrischen. Und zwar im Dorf des Sands. Mal sehen, was die davon halten, dass der Drache da ist. Gar nichts. Ja, manchmal reden die ja hier, deswegen dachte ich, jetzt kommt was. Ah ja, doch, Gebäude verlassen, Mann. Lass mich doch in Ruhe. So, Freunde. Dann gucken wir noch mal, was jetzt kommt. Jetzt fliegen wir noch mal zurück. Die Hügel der Dämmerung. Nichts kommt. Gut, Leute, das soll es dann auch erstmal hier gewesen sein mit mir. Ich hoffe, euch hat der Bosskampf gefallen gegen General Gizmo. Ich habe mir den jetzt etwas schwerer vorgestellt, aber ich habe bis jetzt alle Gegner, die ich so gehabt habe, immer beim ersten Mal geschafft. Beim Roten Drachen, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der fliegt ja durch die Luft und wir ja dann auch. Also, wie gesagt, das wird dann halt sehr blendend. Und wie gesagt, ihr kennt den roten Drachen, ihr wisst, zu wem er gehört. Ich kann es aber nochmal sagen, es ist der Drache von Keim. Und wie gesagt, das wird ein harter Kampf. Aber das sehen wir halt alles in den nächsten Folgen, wie die so kommen.
Bis dahin, wiederschauen, reingehauen, euer MC Hartmann.